weiß, auch der Kanzler hat gesagt, wir sollen hier nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderbares Land, wirklich. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners ist mit naiv sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die Amerikaner so gut wie gar nichts. Im Grunde wissen die Amerikaner von der Welt nur eins. Wir sind die Guten. Egal was passiert, es sind immer die Guten. Und das ist ja auch eine schöne Sache. So ein einfaches Weltbild ist eine prima Sache. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus, ne? Tja, wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Jahrzehntelang war für die Amerikaner die ganze Sache sehr einfach. Das Reich des Bösen war leicht zu finden, das lag im Osten, die Sowjetunion. Der Kommunismus wurde bekämpft an allen Fronten, man hat Bollwerke aufgebaut, zum Beispiel in Persien. Man hat den Schah von Persien, damals ein junger aufstrebender Diktator, den hat man aufgerüstet. Bis der Schah von Persien, hatte immer flotte Frauen am Start, bis der die viertgrößte Armee der Welt hatte. Als Bollwerk gegen den Kommunismus. Als Dank dafür hat der Schah von Persien dann seine eigene Bevölkerung dermaßen geknechtet, geknebelt und ausgeblutet, dass die armen Perser sich irgendwann in völliger Verzweiflung hinter einen religiösen Führer geschart haben. Ayatollah Khomeini. Ihre einzige Chance, den Diktator loszuwerden. 1 Million Perser auf der Straße vor der viertgrößten Armee der Welt. Schieß doch, was wollt ihr machen? Schieß doch. Die Armee hat sich zurückgezogen. Der Schah von Persien musste fliehen, zusammen mit Faradiba, einem Köfferchen, ein bisschen Geld, ab in die USA. Die Perser waren sauer, die Amerikaner hatten bis zuletzt zum Schah gehalten. Die Amerikaner waren sauer, ihre wunderbaren Waffen waren Ayatollah Khomeini in die Hände gefallen. Ein islamistischer Fundamentalist. Da waren die Iraner plötzlich die Bösen. Da haben die Amerikaner gesagt, jetzt müssen die bekämpft werden. Wer kann für uns die Iraner bekämpfen? Die machen das nicht gerne selber, die Amerikaner. Haben sie einen sympathischen jungen Mann gefunden, der hieß Saddam Hussein. Der wohnte gleich um die Ecke. Da haben sie gesagt, pass mal auf, Hussein, auch ein aufstrebender junger Diktator damals, Hussein, wir rüsten dich auf, du marschierst im Iran ein und klaust dem Khomeini ein paar Ölquellen. Gesagt, getan, der Hussein aufgerüstet, da rein, ist nicht weit gekommen. Die Iraner haben sich gewehrt. 10 Jahre lang, erster Golfkrieg. Wir waren neutral, wir haben beide Seiten mit Waffen beliefert. Hussein... Hussein hat irgendwann aufgegeben, hat gesagt, ich sehe das ein, ich komme da nicht weiter, hat sich in den Irak zurückgezogen, waren die Amerikaner wieder pampig, ne? Guck mal, der Schlappschwanz. Hat der Hussein gesagt, okay, da hole ich mir die Ölquelle in Kuwait, da kommt man ja auch leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder sauer. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, das bestimmen immer noch wir. Der Hussein wusste gar nicht, was los war. Sie müssen sich das vorstellen, der Mann hatte sich einfach umgedreht, war mit seinen Truppen wieder losgezogen und plötzlich war er das Arschloch. Da wurde der Hussein bekämpft. Die Russen wurden auch in Afghanistan bekämpft von den Amerikanern. Die Russen hatten Afghanistan besetzt. Sie erinnern sich, Olympia-Boykott 1980, haben die Amerikaner gesagt, was haben die Russen in Afghanistan zu suchen? Die müssen da raus. Wer kann das für uns machen? Haben sie wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der hieß Osama Bin Laden. Den haben wir ausgerüstet, seine Kumpels, die Mujahideen, wurden trainiert. Haben wir gesagt, pass mal auf, du gläubiger Moslem, wir gläubige Christen, wir werden die gottlosen Russen aus dem Land treiben. Osama Bin Laden und seine Mujahideen haben gekämpft, 10 Jahre lang. Ganz Afghanistan war am Ende in Schutt und Asche, aber die Russen haben sich zurückgezogen. Die Amerikaner haben gesagt, Superman, der Osama Bin Laden, seine Mujahideen, tolle Kämpfer, die Russen sind draußen, euer Land sieht zwar scheiße aus, das geben wir zu, aber ist ja nicht unser Land, es ist Afghanistan, viel Spaß damit, und die Amerikaner sind wieder nach Hause gegangen. Dann... Dann begannen in Afghanistan die ersten Bürgerkriege. Die berühmte Nordallianz, ja, die war nämlich von 92 bis 96 schon mal an der Macht in Kabul. Aus der Zeit stammen die ganzen Gebäudeschäden da. Das ist überhaupt keine Allianz. Das sind Räuberbanden. Die bekämpfen sich am liebsten untereinander. Das sind Clan-Chefs. Die haben Truppen um sich geschart. Die wechseln die Seiten, sobald sie einen Vorteil davon versprechen. Sie müssen sich die Nordallianz wie so eine Art bewaffnete FDP vorstellen. Ja?
Natürlich waren die Anschläge in Amerika furchtbar, das muss man ja wohl nicht immer wiederholen. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, dann ist gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Mein Kanzler in Höchstform, ne? Jetzt sind wir alle Amerikaner. Ich habe schon Probleme genug, damit Deutscher zu sein. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Und einmal in Fahrt faselte unser Kanzler dann noch von der uneingeschränkten Solidarität. Und Angela Merkel hat noch einen draufgesetzt. Merkel hat in der Pressekonferenz gesagt, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Und das habe ich immer befürchtet, dass die Frau zu allem bereit ist, meine Damen und Herren.